Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. Unsere kleine Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir über diese Brücke. Und hoffen, dass wir da durchkommen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Was guckst du so? Ich guck, wie ich will. Ja, ihr Armen habt sowieso keinen Passierschein, also geht doch auf Zeiten, unnützes Pack. Halt! Kein Durchgang! Die Brücke ist gesperrt. Warum? Weil König Radovid es befohlen hat. Ich lass niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Ja, hier kriegst du deinen Passierschein. Wie schön, dass ich einen Passierschein habe. Hä? Lass sehen. Sieht echt aus, aber man weiß ja nie. Gut, du kannst gehen. Na, geht doch, Jungchen. Ja, sind wir gleich noch aufgestiegen, das ist doch schön. So. Habt ihr mich jetzt angespuckt, ihr Penner? So, was haben wir denn hier für eine Wegmarkierung? Wollen wir uns erstmal ein bisschen umschauen, oder? Schnellreise. Hey, wo sind wir hier? Ist das etwa Radovid sein Lager? Können wir hier was klauen? Wenn wir hier klauen sind, dann haben wir bestimmt die Arschlochkarte, oder? Wollen wir das mal probieren? Keiner da, dann nehmen wir es mit. Achso, wir müssen über die Brücke, na dann gehen wir halt außen rum. Ja, fahr mich, lass mich doch vorbei. Redewitzka. Steht hier eine, ne? Na gut. Redanischer Soldat. Du kannst passieren. Ja, danke schön. Lang lebe, etc. etc. Genau. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich habe den Radovid wirklich mögen im ersten Teil. Da war der mir echt sympathisch. Aber jetzt? Kennt er sich da so? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Gib mir das. Kann man hier reingehen? Abgeschlossen natürlich nicht. Na gut. Hier ist auch gar nichts, oder? Wir sind jetzt hier auf dieser komischen Insel. Ach so, die Stadt ist ja noch meilenweit entfernt. Heidewitzka. Ja, wollen wir ein bisschen was erkunden, oder? Ich misch auch schon mal mit ein bisschen. Auf Erkundungsreise. Was soll sich jetzt hier schon aufhalten? Was ist das? Ihr macht hier keinen Blödsinn. Gehen wir mal hier ins Dickicht rein. Also das Feuertell sollten hier nicht sein. Das können eigentlich alles nur Banditen oder Viecher sein. Monsterlager. Das hat einen Totenkopf drauf. Dann würde ich mal sagen, ich speichere mal ganz kurz. Weil, keine Ahnung, was hier uns erwartet. Warum soll ich denn immer auf diese gottverdammte Insel gehen? Ich will jetzt da nicht hin. Monsterlager ist Silberschwert. Schauen wir mal, was hier unten ist. Schutzschild an. Und Igni. Level 18! Wieder zurück, Geralt! Wieder zurück! Level 18, hau ab! Geralt! Level 18, seid ihr bekloppt?
Scheiße. Ich zieh den nicht ab, kein... Ja, geh mal. Danke, Level 18. Ich glaube, ich spinne. Geht weg. Haut ab. Level 18. Ganz toll. Kaum auf dieser Insel und schon fast tot. Hey, was ist denn das hier alles, ha? Wir laufen mal darüber. Wir laufen da mal querfeld ein, feld aus. Aber nicht im Dunkeln, bitte. Level 18. Verschwindet ihr, Nekrophagen. Ich will euch nicht. Geh weg. Ja, ja, nee, die Markierung, die kannst du da ganz mehr Kugel runterrutschen. Die Markierung interessiert mich nicht. Noch eine Markierung. Okay. Fall mir da nicht runter, mein Freund. Was ist denn hier los? Hier krabbelt's, hier lebt's. Oh, fuck. Entriaden. Wow. Hey, wir rennen. Mach sie platt, Geralt. Geralt, mach sie platt. Eier, kann man die nicht auch zerkloppen? Oh Mann. Wie ist das eklig. Ah. Okay, mit einer Bombe, geh weg. Na, ja, das ist doch in Ordnung. Aber da noch was erledigt hier. Gib mir alles. Das war doch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Irgendwo liegt noch was rum. So. Mutagene nehmen wir natürlich mit. Haben wir uns eine Markierung gesetzt? Jupp. Naja, zumindest haben wir eins geschafft. Partition oder tanzenden Sternen. Hier ist ein Händler. Oh, laufen wir mal darüber. So. Ja, eine Schwalbe kannst du mal nehmen. Verschwinde! Ja, mecker mich nicht voll. Bist du ein unsichtbarer Händler? Nee, du bist hier. Zeig mir ja was. Was? Na nicht was. Zeig mir deine Waren, mein Freund. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Die Reparatursets will ich. Die waren jetzt ganz schön teuer. Du bist voll unverschämt. Puh. 325. Du spinnst ja. Nee, sowas kann ich mir selber bauen. Aber ich könnte dir hier so ein bisschen Schrott verkaufen, oder? Nimm hier den ganzen, das ganze Gelump. Die Skoyatol-Schwerter. So, gucken wir mal. Ja, die Rüstung kannst du jetzt auch haben. Was ist das? Wo hast du denn die Händen geklaut, Geralt? Sage mal. Oh. 20 zerschmettern. 27, okay, das ist besser. Dann kannst du die auch haben. So, was haben wir hier noch? Ja, die kommt. Oh, hat nicht mehr so viel Geld. Okay, na gut. Wir haben ja ein bisschen Gold zusammengesammelt jetzt, ne? Ist ja schon mal nicht schlecht. Kannst du die Hose kannst du aber schon noch nehmen, oder? Und na, für die Stiefel hast du auch kein Geld mehr. Eieiei, was bist denn du? Ja, sonst will ich von ihm jetzt aber auch nichts haben.
Gut, dann gehen wir weiter. Jo, wiedersehen. Bis dann. So. Ups. Was sind denn die roten Punkte? Ist hier jemand feindlich gesonnen oder was? Wow, schaut doch geil aus, oder? Hier ist scheinbar ein Dorf oder irgendwas. Ui, guck mal. Okay, hier gibt's nichts. Das ist einfach nur ein dummes Dorf. Er geht doch aus dem Weg hier. Ja, hier gibt's keine Wegmarkierung, hier gibt's gar nichts. Das ist einfach nur. Hängt hier rum wie die. Mhm. Ja, ist nix. Aber wenn wir schon hier sind, gehen wir jetzt da drüben auch noch hin. Den Weg gehen wir jetzt noch. Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Ach, es ist doch was bist du? Eigenen Besten zu wehr dich nicht. Du willst mir den Daumen zu meinem Besten abschneiden? Bist du verrückt? Redanischer Soldat? Alles Redanier hier. Das schmeckt mir gar nicht, dass sie sich da so, dass der Radio wieder so ausgeflippt ist. Geralt, kommst du da nicht vorbei? Okay. Schauen wir mal. Wir gucken bloß mal fix. Ups. Monsternest. Monsternest ist. Mal gucken, was das für welche sind. Oh Gott. Ein Modahautnest. Es muss zerstört werden. Okay, machen wir. Machen wir doch, Geralt. Und wo ist es? Hier irgendwo. Ah, so. Hier. Haben wir noch eine Bombe? Na klar. Gut, weg hier. Da hüpft noch eins rum. Komm her hier. Was, Verschlinger? Oh, oh, Mist. Verdammt. Geh aus der Giftwolke raus. Geralt. Verdammte Spitzaxt. So. Ja, das war's dann, glaube ich, hier, oder? Was ist mit dem hier? Plündern. Hier sieht es aus, als ob hier ein Haufen Zeug rumliegt, oder? Hier ist auch noch was. Ein bisschen Loot. Ah, das ist was, was explodiert. Ja, das war das Fragezeichen. Ansonsten gibt es hier offensichtlich nichts. Können wir wieder zurückgehen. Halt. Was nimmst du denn die Asche mit? Ja, das war tatsächlich alles hier auf dieser kleinen Insel. Nur dieses Monsternest. Das sind ja hier... Da ist ein Schatz im Fluss, im Wasser. Warte mich. Hunderttausend Inseln und hier ist irgendwas verfügbare Quest. Wir gehen zu der verfügbaren Quest. Das macht mich irre, die Karte. Ich mag immer alles aufdecken und alles entdecken und... Oh, ich gedacht... Ups. Können wir vorher noch irgendwie... plündern? Nee, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich... Steck mal das Schwert weg, weil sonst wären die Redanier nervös. Ist doch immer das Gleiche mit denen. Nee, wehe, ihr schimpft mich jetzt. Nee. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Bist du noch ganz sauber?
ich habe das Monsternest für euch vernichtet. Ja, nee, ein Sturm, verdammt. Der Radovid, Mensch. Na gut. Ey, ich will schönes Wetter. Geht hier auch bitte schönes Wetter? Ist doch nicht witzig hier, oder? Guckt euch mal den Mist an. Könntest du vielleicht mal ganz kurz, ja, bis zum Morgen, ich möchte schönes Wetter, bitteschön. Okay. Na, so sieht das doch viel freundlicher aus. Gehen wir mal noch zu der Quest, also wir schauen mal, was das ist. Komm, Geralt, hopp, hopp hier. Ups. Okay. Du bist es. Hexer, Hans Verdun, weißt du noch? Du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Damals hatte ich kein Geld, aber das sieht jetzt anders aus. Geld, das den Flüchtlingen gehört hat, ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich, du hast mir das Leben gerettet, da gibt's kein Vertun. Aber wenn du prügeln willst, kannst du die natürlich auch haben. Ja, ich hätte den Mamu verlassen sollen. Der hat mich Schwanz genannt, ne? Ja, gib mir die Kohle und verpiss dich. Geld stinkt nicht. Her damit. Bitteschön. Möge es sich in deiner Börse vermehren. Und jetzt geh. Und du lauf mir nicht nochmal über den Weg, du Pisskopf. Was für... Naja. Ohne Worte, ne? So, dann würde ich sagen, ich beende den Part für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich hier versuche, diese was ist denn hier? Achso, das ist dieses blöde Boot. Versuche, diese Stadt zu betreten, wie auch immer das funktioniert. Dabei werde ich mir mal hier noch diese Fragezeichen anschauen. Gerade hier so auf dieser kleinen Insel, das sind bloß 4-5 Stück, das mache ich dann ohne euch. Und wie gesagt, dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier in dieser Region bin. Ich denke mal, hier kommen wir in die Stadt rein. Würde ich mal sagen. Denke ich, meine ich, hoffe ich. Schauen wir mal, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Und sage bis bald. Eure Emeril70. Ciao, ciao.